Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, ich muss mir erstmal zurechtfinden. In der letzten Folge haben wir, nee, in den letzten Folgen. So, das hier sieht mir ein bisschen zu krumm und schief aus. Wollen wir das hier nicht? Warte mal, wie haben wir es da? Sind wir da rumgegangen? Dann hatten wir einen frei. Das ist auf der Seite der Fall. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir. Ach, da kam ja dann die Treppe, ne? Richtig. Okay. So, dann ändern wir das jetzt einfach mal. Irgendwie gefällt mir das so nämlich nicht. Wir gucken erstmal, wie haben wir denn. Da haben wir denn jetzt noch insgesamt einen Raum weiter. Also, eins, zwei bloß. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei, dann passen wir das hier so ein bisschen an. Mit der anderen Seite haben wir kein Holz mehr mit. Nein. Dann wollen wir mal. Hier ist noch ein bisschen, aber hatten wir nicht mal mehr? Es scheint, als müssten wir tatsächlich noch mal Holz hacken gehen. Wow, haben wir so viel gebaut? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, jetzt hätten wir. Warte mal, 1, 2, 3, hä? 1, 2. Das haut irgendwie nicht hin. Okay, pass auf. Ich bin. So, guck mal jetzt mal von draußen. So, 1, 2. Hier wäre das dann nämlich 1, 2. Dann kann das da wieder weg. Dann passen wir das so ein bisschen an. Klar wird die Seite hier jetzt natürlich ein bisschen anders. Aber naja. So. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier nochmal einen Durchgang. Hier ist ja jetzt keine Treppe, oder? Nein. Dann machen wir das einfach so hier und dann schick. Und dann ziehen wir hier die Wand so ein bisschen durch und nochmal einen Durchgang und dann teilen wir das da hinten noch auf. Und ich würde sagen, genau, dass wir jetzt Holz hacken gehen. So, schön mit Fairytale-Musik im Hintergrund. Ach, die ist gleich wieder vorbei, schade. Viel zu kurz, viel zu kurz. Naja, da kann man nichts machen. Wir hacken hier unsere Bäume ab. Und ja. Irgendwann müssen wir auch noch da hinten das Terraforming weitermachen. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, machen wir ein bisschen was aus unserem Haus. Wenn das fertig ist, können wir vielleicht noch ein bisschen Terraforming weitermachen und danach gehen wir dann mal vielleicht wieder in eine Höhle. Denn wir brauchen immer noch Diamanten und Co. Ja, ich habe es nicht vergessen. Und was wir mit den Diamanten machen und dem Co-Zeug, keine Ahnung. Werden wir sehen, aber auf jeden Fall brauchen wir Materialien, die mehr aushalten. Vielleicht ein Zauberbüchlein wäre auch nicht schlecht. Und ja, also eine Sachen halt. Na gut, ich werde den hier wahrscheinlich nicht ganz abfällen. Ist mir gerade zu langwierig. Super, aber den Baumstamm hier, den nehmen wir trotzdem mit. So. Und ja, was gibt's Neues zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ja, ich habe ja heute The Forest aufgenommen. Endlich die erste Folge nach dem Patch. Also, der hatte sich ja eh verzögert. Aber ich habe es ja dann aufgenommen. Und die ist auch schon hochgeladen. Die schaltet sich in ein paar Stunden frei. Ich habe ja sozusagen Uploadplan für mich selbst erstellt. Und das heißt, ab 18 Uhr ist denn The Forest draußen. Minecraft ja immer um 17 Uhr. Und die Folge hier wird aber einen Tag später, also morgen, erst erscheinen. Ja. So, wichtige Sachen zum Erzählen. Die gibt es eigentlich, möchte ich behaupten, soweit gar nicht.
Da müsste man jetzt aber trotzdem was finden, weil... Naja, wir hacken halt Holz, ne? Oh, da haben wir uns Lied. Oh, da war gerade ein kleiner Ruckler drin, ne? Nicht gut, nicht gut. Ich habe mir mal die Geschichte mit Nintendo durch den Kopf gehen lassen. Und zwar, Nintendo will ja die Werbeeinnahmen der YouTuber haben, die quasi von Nintendo Spiele Let's Playen. Und da habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, wenn das denen so ein Dorn im Auge ist, dann sollten sie doch diese Videos komplett untersagen, ist ja deren gutes Recht. Aber warum zum Geier wollen diese Nintendo-Fritzen Werbeeinnahmen haben, mit denen die selbst nichts zu tun haben? Nintendo hat keine Rechte an diesem Werbestoff, was dort gemeldet wird, also gestrahlt wird, von den Leuten, die Werbung schalten lassen. Es sind ja eher die Firmen wie Google, Sony und Co. Natürlich vereinzelt eventuell auch mal was von Nintendo. Aber größtenteils hat Nintendo mit den Werbeinhalten von der Werbung nichts zu tun. Und die vergreifen sich ja, irgendwie ist das zu laut, in dem Sinne an Materialien oder fordern Recht für ihre gezeigten Materialien ein, an Materialien, die ihnen selbst nicht gehören. Ich persönlich finde das irgendwie komisch. Und sollte so, denke ich mal, nicht sein. Also wenn Nintendo wirklich irgendwie verdienen will, dann sollen die doch einfach bessere Spiele rausbringen oder auch Konsolen, die einfach mal mehr drauf haben und nicht dann nach ein paar Jahren, nach ein, zwei Jahren mit einer New 3DS-Version kommen, die ein bisschen mehr Leistung hat, gleichzeitig aber auch noch als neue Konsole dient, aber nicht so einen wirklich großen Vorteil gegenüber der dem 3DS hat. Also ich finde das irgendwie ein bisschen doch beschissen, auf gut Deutsch. Ich selbst würde ja lieben gern auch einige Spiele aus dem Hause Nintendo Let's Playen. Die rechtliche Lage dazu ist mir aber ein bisschen zu, naja, keine Ahnung. Da dieses Partnerprogramm von denen ja eigentlich erst USA und noch irgendwo ist, nicht jedoch in Deutschland. Trotzdem will ich mir da jetzt keinen Strike von YouTube einhandeln, weil Nintendo dann natürlich irgendwo sagt, wir wollen aber oder wir erlauben nicht. Klar, ich könnte nachfragen, aber ganz ehrlich, ich will nicht wie in jeder Folge nachfragen. Und ja, wenn die Geld abzweigen wollen, was ich nicht mal verdiene, dann nee. Ist mir alles nichts. Von Nintendo lasse ich die Finger. Ich spiele lieber denn die Spiele, die, wo die Firmen dann sagen, okay, pass auf, das ist soweit erlaubt. Du darfst auch drauf Werbung schalten. Viel Spaß dabei. Die Leute sind mir noch am liebsten. Und ja, ich kann zwar Nintendo in dem Sinne verstehen, dass es denen derzeitlich ein bisschen schlecht geht, aufgrund dessen, dass die halt öfters mal die falsche Entscheidung treffen, sowohl was Spiele als auch Hardware angeht. Und einfach nur selten wirklich richtig schöne und gute Spiele daraus bringen. Aber ich kann nicht verstehen, dass die dann Summen rechtfertigen wollen oder Abgaben rechtfertigen wollen, das gar nichts mit denen selbst zu tun hat. Also ich würde es verstehen, würde man Werbung von Nintendo selbst schalten oder was auch immer, dass die denn da natürlich an dem gesehenen Material, was denen ja dann gehört, auch mitverdienen wollen. Und bei abgefilmten Spielen, naja, man könnte es jetzt natürlich auch so sehen, dass Nintendo sagt, pass auf, du schreibst hier unsere Sachen aus, du musst kein Geld bezahlen. Dafür aber verdienen wir was an deiner Werbung. Das wäre vielleicht noch eine Sichtweise, wo man sagen könnte, ja okay, aber dann möchte ich doch bitte auch gleich diese Rechte auf alle Nintendo-Spiele haben. Und das hat Nintendo nun mal nicht eingeräumt, denn Nintendo hat eine Whitelist und diese sagt genau, was man aufnehmen darf und was nicht. Und diese Whitelist
beinhaltet eigentlich nur 0815 Spiele, also nicht mal Spiele, die jeder gerne spielen würde oder sich angucken würde, sondern eher, naja, Mario Kart zum Beispiel ist drauf, also Mario Kart, das Neue, das könnte man machen, ich weiß nicht, ob es auch 7 ist, aber so Spiele wie Pokémon oder ich weiß gar nicht, ob auch Zelda drauf ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Pokémon ist nicht drauf, also demnach könnte man das schon mal gar nicht ausstrahlen und all so eine Sachen, das ist natürlich schon ein bisschen, ja, habe ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt, es war schon ein bisschen älter das Thema, aber ja, es ist derzeit immer noch gegenwärtig und alles was gegenwärtig ist, regt einen sowieso auf, natürlich auch einige Vergangenheitssachen, naja. Kann man aber auch nicht groß ändern, außer vielleicht mit Nintendo reden. Nintendo wird aber nicht mit sich reden lassen. Die wollen da schließlich auch mit dem Arsch an die Wand kommen. So, und was könnte man zum Beispiel zu unseren Freunden Microsoft sagen? Habe ich darüber schon mal gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, würde ich Microsoft jetzt sofort schließen lassen, bevor Windows 10 dieses Unheil wirklich released wird. Ja, also das geht mal gar nicht. Windows 10 ist für mich nach Vista und Windows 8 wirklich eines der schlimmsten Programme. Wobei, und jetzt kommt's, Windows 8 kann ich an sich nicht leiden, aber es hat eine immense Performance-Power hinter. Und das wäre der einzige Grund, weshalb ich sagen würde, okay, ich installiere mir maximal Windows 8. Auch wenn ich es noch so beschissen finde. Irgendwer hat mir mal gesagt, man kann tatsächlich diese App-Dinger da wegbekommen. Auch ohne Zusatzsoftware. Ich kann dazu sagen, ich habe diese Funktion noch nicht gefunden. Und von daher kann ich dem auch nicht wirklich... ich kann dem Ganzen halt nicht wirklich zusagen, dass das auch wirklich stimmt. Ich habe damals die Alpha probiert, da ging das ja noch über Registry, dass man sagen konnte, Apps weg, Desktop her. Und wir bräuchten auch noch Glas. Und ja, das wurde ab der Beta dann entfernt und danach hieß es, geht's nicht mehr. Und ich habe auch denselben Eindruck gemacht mit der Beta, dass das einfach nicht mehr geht. So, und jetzt, das sieht doof aus. Und jetzt, nachwirkend, wo es released wurde, habe ich es natürlich auch schon mal ausprobiert. Und habe da auch keine Funktion gefunden für. Es soll angeblich sehr versteckt sein. Also, oder auch nicht mal versteckt, ich weiß es nicht. Es muss aber sehr versteckt sein, weil der Witz ist, ich habe relativ Ahnung von Windows. Ich weiß nicht alles, ich weiß nur viel und davon manchmal auch nur die Hälfte. Aber wenn ich eins weiß, dann todsicher, wie man sowas ohne Hilfsmittel, ohne fremde Hilfsmittel wegkriegt. Und das war definitiv nicht der Fall. Und es war auch nirgends so ersichtlich. Und aus diesem Grund glaube ich nicht, dass das ohne Tools nicht wirklich klappen wird. Und wenn... dann wäre es schön, dann habe ich mich geirrt, habe vielleicht auch die falschen Stellen recherchiert. Ich kenne jetzt nur einen Trick, zum Beispiel, wie war denn das, wenn man sich beim Anmeldefenster, da muss man ja seinen Namen eingeben, wenn man dort irgendeine Taste länger gedrückt hält, dann schafft man das halt, dass, wollen wir hier wieder so einen Zwischenraum machen, ja. Nee, dann schafft man es auf jeden Fall wirklich, direkt auf dem Desktop zu starten, was natürlich die Apps nicht verschwinden lässt, aber es ist halt angenehmer so. Und ja, da kenne ich nur diesen einen Trick. Alles andere wurde ich selbst im Internet nicht, finde ich. Also, ja, wenn mir da ein x-beliebiger sowas sagt
Und ich selbst habe nichts gefunden und andere Stellen wissen darüber auch nicht viel. Dann verlasse ich mich darauf nicht. Ich probiere eigentlich alles aus, was ich so höre, was mich interessiert, wird ausprobiert. Und klar, es gibt Momente, da ist man einfach zu blöd, zu müde, was auch immer, dann schafft man es nicht. Nun bin ich aber einer, der es wirklich öfters so lange versucht, bis es klappt. Und ja, wenn das halt nicht gegeben ist, dann kann ich auch so eine Antwort nicht nachvollziehen, von wegen, es ist doch aber möglich. Ja, kann sein. Erlebt habe ich es aber noch nicht. Und von daher ist das dann meistens doch ein bisschen, ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ob das ein wahrer Tipp ist oder einfach nur wichtig tun. Ich habe keine Ahnung. So, wird es jetzt schon wieder dunkel oder wird es jetzt hell? Ich habe keine Ahnung, wann ich die Aufnahme begonnen habe. Das ist alles super. Was mache ich hier oben eigentlich? Ich laufe hier doof im Kreis rum. Wir wollten. Sand hatten wir keinen mehr, ne? Ja, wenn man Quatsch passiert, umso weniger. Das muss ich noch ein bisschen üben. Sand. Doch, wir haben ein Kla. Oh, Dicke. Hast du mich gerade dick genannt? Nein. So. Okay, dann holen wir die da raus. Die setzen wir rein. Da. Halt, ich wollte doch. Ah, plus 35, pass mal auf. Wir übertreiben jetzt mal, wir nehmen gleich den 64er. Dann hat sich das. Ein für alle Mal. Sehr schön. So, die Steine packen wir hier jetzt wieder erstmal rein. Mal umsetzen. Ach, wisst ihr was? Da ich nicht weiß, wie lange ich aufnehme, das Feuer kann ein bisschen brennen. Ich beende die Aufnahme und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.